Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich vorstellen, Berthold Isele. Ich bin hier zuständig in Freiburg für den Bereich Prostatakrebs, Selbsthilfe und dies schon seit dem Jahr 2009. Ich habe in der Gruppe etwa 150, manchmal auch mehr Teilnehmer, die erfasst sind. Und ich denke, dass diese Gruppe eine der größeren Gruppen in Freiburg ist zum Thema Selbsthilfe. In jedem Fall denke ich, dass wir gut aufgestellt sind und wir haben durch die lange Zeit in Freiburg natürlich auch gute, sehr gute Kontakte zu den Ärzten, zu den Fachärzten vor Ort. Und das nutzt uns natürlich sehr, wenn wir an unsere Arbeit in der Selbsthilfe denken. Zunächst einmal, ja, Hilfe oder Verunsicherung, klar, das ist das Problem, das wir haben. Jeder, der betroffen ist, hat natürlich hier zunächst einmal ein großes Verunsicherungspotenzial, das gilt eben zu vereinfachen, beziehungsweise man muss hier möglichst viele Betroffene sehen und hören. Häufige Themen in der Gruppe sind natürlich abwechselnd auch die Unterstützung im Zusammenwirken mit Fachärzten ist wichtig für uns. Insofern auch die Psychoonkologie, auf die ich noch etwas näher nachher eingehen werde. Und von daher ein großes Feld, dass es gilt, bei Prostatakrebs zurechtzukommen. Ja, hier sehen wir die Diagnose Prostatakrebs. Was tun? Nun, bestrahlen, operieren, abwarten, beobachten oder auch die Hormontherapie. Die Möglichkeiten der Therapie sind individuell auch abhängig von dem Alter, der Lebenserwartung, den Begleiterkrankungen, der Tumorausweitung, der Größe, auch der biologischen Tumoreigenschaften und natürlich individuell eine Abwägung zwischen Therapiebelastungen und Risiken. Was sind unsere Themen in der Gruppe? Die sind sehr, sehr vielfältig. Es geht häufig um Inkontinenz, es geht um die Potenzerhaltung, Sexualität, viele Selbstzweifel, was ist zu tun, die Therapiemöglichkeiten, die es gibt, auch der PSA-Wiederanstieg ist wichtig, dass wir wissen, wo stehen wir, was müssen wir tun, die Medikamenten, die Nebenwirkungen, was weiß ich über diese Medikamente, wie kann ich mich austauschen und da hilft uns natürlich die Erfahrung von vielen Betroffenen. Ganz wichtig, die Kommunikation mit Ärzten. Auch da, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch gegenseitig verstehen. Die Kommunikation ist manchmal schwierig. Die Zeit spielt oft eine Rolle. Die Ärzte haben nicht allzu viel Zeit. Deshalb ist es gerade wichtig, in einer Selbsthilfegruppe mitzuwirken, weil dort haben wir oder nehmen wir uns die Zeit. Dann haben wir natürlich aktuelle Informationen und Fachvorträge mit Ärzten hier insbesondere in Freiburg aus dem Klinikum schon direkt. Und das hilft uns relativ schnell an die wichtigen Informationen zu kommen. Und ich denke, das ist für uns ein großer, großer Vorteil, dass wir hier gut aufgestellt sind mit den Ärzten zusammen. Ja, die Ziele der Psychoonkologie, das spielt ja bei den Männern auch eine ganz große Rolle. Psyche ist so etwas, was Männer zunächst einmal, ich sag mal, ablehnen. Ich habe doch nicht einer in der Klatsche, ich bin doch ganz normal, aber genau das Thema, wenn ich belastet bin mit Krankheit, ist natürlich wichtig, dass ich mich auch da weiß, selbst zu helfen durch eben das Potenzial, das mir zur Verfügung steht, durch die Mitarbeiter des Uniklinikums beispielsweise, auch zur Verbesserung des Selbstwertgefühls, eine ganz wichtige Eigenschaft, die Einstellung zur Krebserkrankung und hier auch wieder die Kommunikation, wichtig zwischen Arzt und Patienten, damit wir einfach hier erste Informationen haben und wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Auch hier, denke ich, gibt es vieles zu verbessern. Auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen sind wichtig. Das geht darum, dass ich mich verständigen kann mit meiner Familie in erster Linie, natürlich mit Freunden. Ich denke auch daran, dass viele Betroffene auch selbstständig sind, die oftmals Probleme haben. Wie führe ich meine Firma weiter? Es liegen Aufträge vor, die es gilt zu bewahren und zu vollziehen. Und hier gibt es oftmals viele Probleme, die natürlich gerade bei Selbstständigen und der Krankheit Prostatakrebs ins Gewicht fallen. Ja, ansonsten die Reduktion von krankheits- oder behandlungsbedingten Symptomen, vielfach eben über Übelkeit, auch Schlaflosigkeit, Fatigue und nicht zuletzt auch die Verbesserung der Lebensqualität. Ich denke, dass die Säulen dieser Energiebatterie insbesondere gestärkt werden, auch durch die Spiritualität, durch sinnvolle Tätigkeiten, Anerkennung, die hoffentlich gute Beziehungen zur Familie und den Freunden und natürlich den eigenen Körper, die Gesundheit und die Fitness, die es zu erhalten gilt. Und von daher, denke ich, haben wir vieles als Betroffene zu beachten und ganz wichtig eben, dass wir uns austauschen mit entsprechenden Kollegen aus der Selbsthilfegruppe. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen mal meine Ausführungen. Und ich denke, wenn Fragen sind, können wir die gern beantworten. Herr Isel, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben unseren Zuschauern und Zuhörern das sehr plastisch dargestellt, welche Möglichkeiten hat die Selbsthilfe für Betroffene mit einem Prostatakarzinom. Jetzt haben wir momentan diese Corona-Pandemie. Welche Möglichkeiten haben denn unsere Prostatakarzinom-Patienten, sich jetzt an Sie zu wenden? Weil ich gehe mal davon aus, dass die Treffen in den Gruppen momentan eingeschränkt sind. Vielleicht könnten Sie uns, unseren Zuhörern, noch dazu was sagen. Ja. Gut, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube schon, dass die Kommunikation nicht abbrechen darf und kann. Ich habe schon gesagt, es sind circa 100 bis 150 aktuell Betroffene da, die Fragen haben. Ich habe nur die Möglichkeit, telefonisch hier Auskunft zu geben und ich verteile natürlich an Betroffene oder an Interessierte unseren Prospekt. Wir haben sonst keine Möglichkeit, im gesamten Uniklinikum uns zu treffen und das wissen wir nicht, wie lange. Und von daher bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, zu telefonieren oder natürlich auch Einzelgespräche zu führen, wobei ich dann gern bereit bin, natürlich, dass wir uns im kleinen Kreis, also zwei Personen im Prinzip, treffen können. Sehr schön. Das sind ja, glaube ich, auch wichtige Perspektiven, gerade in der Zeit, wo es eben noch nicht absehbar ist, wie lange das noch geht. Vielleicht eine letzte Frage noch. Gerade das Thema bei Ihren Betroffenen ist ja auch die Partnerschaft. Welche Möglichkeiten haben denn die Frauen der betroffenen Männer? Können die sich auch an Sie wenden? Gibt es eine Untergruppe für die Partnerinnen? Wenn Sie uns vielleicht dazu noch was sagen können. Ganz wichtiges Thema. Vielen Dank, dass Sie diese Fragen stellen. Es ist tatsächlich so, wir Betroffene sind öfters ältere Herrschaften, Männer. Und es ist oftmals so, dass tatsächlich die Frauen diejenigen sind, die die Fragen dazu haben und auch stellen, also im Prinzip mutiger sind wie die Männer. Und ich fordere immer wieder dazu auf, dass gerade diese Männer auch ihre Frauen mitbringen in Sitzungen. Und ich bin auch immer gern bereit, den Facharzt dazu zu nehmen, wenn es also um medizinische Fragen geht, die damit in Verbindung stehen. Aber ganz wichtig, darüber reden. Sexualität ist wichtig und bleibt wichtig, auch bei der Prostatakrebserkrankung. Vielen Dank, Herr Isel. Ich glaube, da haben Sie unseren Patienten sehr geholfen, auch gerade diese Themen noch mit angehen zu können.